take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start und heute haben wir wieder SBCs für euch, aber primär geht es heute um Packs. Ihr seht, ich habe im Shop 6 Packs für euch am Start und es geht natürlich darum, dass heute das EPL Team of the Season rausgekommen ist und wir wollen natürlich einen davon ziehen. Ist doch ganz klar. Und ja, es sind zwei neue SBCs rausgekommen. Jetzt könnt ihr das unten rechts mal sehen. Liga Upgrade SBCs sind das. Premier League Upgrade SBCs jetzt verfügbar. Und ja, die schauen wir uns gleich mal an. Und da kann ich euch auf jeden Fall nochmal einen Tipp geben, was für SBCs, falls ihr die noch nicht gemacht habt, ihr machen könnt. Schauen wir aber gleich sofort rein. Ja, jetzt möchte ich erstmal sagen, ich freue mich auf jeden Fall über jeden neuen Abonnenten, Armin ebenfalls. Und wir würden uns freuen, wenn wir die 400 Abos schaffen können. Ja, und lasst gerne ein Like da, wenn ihr es jetzt schon feiert, das Video. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Team der Saison. Da haben wir EPL Premium Upgrade Sets und diese EPL Upgrade Sets. Ja, ich halte jetzt nicht so viel davon. Die sind 6 Tage verbleibend und wiederholbar. Ich sage da aber später noch mal mehr zu. Vielleicht machen wir sogar eine, je nachdem, was ich gleich in den Packs ziehe. Dann haben wir diese Foot Champions Series SBCs. Die kann ich euch sehr an die Hand legen. Dieses Foot Champions Meilenstein. Das ist nur bei ein paar Minuten verfügbar gewesen. Auf jeden Fall kann ich euch die SBCs, die anderen jetzt, die ich da gerade durchgehe, die 6 Stück, sehr an die Hand legen. Und jetzt schauen wir uns erstmal das neue EPL Team of the Season an. Ja, und das war das Team of the Season und hier haben wir die Sets, seltene Gold-Sets. Wie gesagt, dieses Goldspieler-Set habe ich eben in der kurzen SBC gemacht. Ich glaube, das war Sunderland. Wir kriegen sogar Inform daraus. Okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dafür 4K oder so hingelegt. Das ist ja krass. Okay, schauen wir direkt mal rein, was wir da haben. Ich habe das gemacht wegen dem Goldspieler-Set, also... weil halt nur Spieler drin sind und ich brauche echt wieder Spieler in meinem Verein. Und ja, wir sehen auf jeden Fall, gut, 10k ist auch Abschlusspreis, aber wir haben schon mal 10k und Anduris 84er rated Stürmer. Mal gucken, für was der, das 4-7 drauf, den einen drauf geboten. Okay, also einfach 15k jetzt mit dem Set gemacht. Also Sunderland, schaut euch das mal an, macht vielleicht das Pack auch. Ist nicht teuer, vielleicht so 6k oder so. Und ja, vielleicht zieht er da ein Team of the Season. Wer weiß. Oder so wie ich jetzt in Inform. Aber wir packen auf jeden Fall die Spieler in den Verein und das gerne, gerne auf die Transferliste. Und ja, dann gehen wir direkt zu den nächsten Sets. Also das seltene Goldset war von dieser einen SBC, die bei ein paar Minuten verfügbar waren. Und diese Primo Goldspieler-Sets, die sind halt von diesen Foot Champions SBCs. Also insofern macht die auf jeden Fall. Die kosten nur ungefähr 7k. Ich glaube, ich habe ja jede ungefähr 7, 6k ungefähr. Also nicht teuer. Und wenn ihr das Geld habt, dann macht die auf jeden Fall. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr seht, guck mal, jetzt habe ich hier nur Spieler drin, die ich noch nicht in meinem Verein hatte. Die nehme ich natürlich gerne, gerne mit für SBCs, die jetzt vielleicht die Wochen noch folgen. Und wenn man echt Glück hat, sieht man vielleicht einen Kane. Zack, Team of the Season Karte. Oder ein Walker. Oder. Nächstes Set. Och Leute, EA will mich wieder verarschen. Oh, wir haben Salah. Oh, gut, das ist natürlich jetzt interessant. Also ihr könnt euch natürlich überlegen, wie ihr das mit den Sets macht.
ob ihr es so macht wie ich jetzt, dass ich die alle öffne für das englische Team of the Season. Ich hatte schon zwei vorher aufgemacht gehabt, ich glaube letzte Woche war das. Und ja, die anderen vier wollte ich halt heute öffnen. Und das mache ich heute mit euch gemeinsam. Und wieder keine große Schnuppe. Also wie gesagt, Salah, vielleicht wenn der als Team of the Season kommt, oh, wieder ein 82er gerateter. Also die Packs sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jorgensen, der war ein Team of the Season auf jeden Fall, bis vor kurzem, bis eben vor 19 Uhr. Also schade drum, aber gut. Wenn ihr Glück habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich will es wissen, wen ihr gezogen habt. Oder ob er es vielleicht, große Schnuppe, ob er es vielleicht auch noch für euch aufbewahrt, für irgendein anderes Team of the Season. Oh, wir haben wieder Icardi, Leute. EA will einfach, dass ich Serie A-Spieler ziehe, ganz ehrlich. Icardi, auch klarer Team of the Season-Spieler, wenn ihr mich fragt. Also das, wenn ich es jetzt in einer anderen Woche aufgemacht hätte und die gleichen Sets bekommen hätte, wäre das ein sehr erfolgreiches Pack-Opening geworden. Jetzt haben wir noch das seltene Gold-Set. Und ja, schauen wir mal drin. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Kurz auf Bronze-Sets gehen. Vielleicht bringt es ja Glück. Ich hoffe einfach, da ist ein geiler Spieler drin. Komm schon. Okay, komm, wir öffnen es. Kein Walkout, also ist es ohne große Schnuppe, aber wieder. Das sind ja auch alle Team of the Season. Oh, ist wieder Aduris. Leute, was ist das denn? Alle Team of the Season sind auch Walkouts. Oh, Milner. Zwei Spieler und Markovic aus der BPL. Aduris ist jetzt zweimal gezogen. Wir haben jetzt viermal Fitnesskarten, worauf ich, das ist natürlich super, freue ich mich. Sind ungefähr 5.000, die ich da auf jeden Fall sicher habe. Wir packen erstmal alles zum Verein. Und ja, damit würde ich sagen, schauen wir uns dann jetzt nochmal die SPC von eben an, die Upgrade-SPCs. Und ja, wie gesagt, lasst einen Daumen gerne da. Abo nicht vergessen. Schreibt auch was in die Kommentare, Feedback vielleicht. Und dann würde ich sagen, bin ich gleich wieder da bei den SPCs. So, ja, hi Freunde, bin wieder da und ich habe ja eben die Transferliste auf jeden Fall mal durchgecheckt und zum Beispiel so ein Altidor habe ich mehrmals auf der Transferliste und jetzt mache ich einfach ein paar Duplikate, packe ich hier rein. Ihr seht, wir kriegen ein Primo Gold Set, EPL Version. Wir brauchen eine genaue Spielerqualität von Gold, Teamchemie mindestens 30 und ja, ganz easy. Dann haben wir noch einen MLS-Torhüter, das weiß ich noch. Genau, den hier, diesen Usted. Und damit haben wir dann das auch abgeschlossen. Diese Upgrade-SPCs zählen nicht zu den Week 1 oder Woche 1 bis Woche 6 SPCs. Die jetzt jeden Dienstags um 19 Uhr kommen die immer raus. Also diese Upgrade-SPCs zählen nicht dazu. Merkt euch das. Die sind wie gesagt wiederholbar. Kann man machen. Ich finde es verarsche und ihr werdet jetzt auch gleich sehen, warum. Weil das halt wie gesagt 3 EPL-Spieler nur sind. Gut, wir haben sogar einen seltenen. Das ist... Okay, das ist auch kacke. Auf jeden Fall... Ja, und dann jetzt einfach noch Morrison. Und dann können wir den abstoßen hier. Es ist ja untradable. Habe ich ganz vergessen. Also wie gesagt, das ist auch noch untradable. Und dann haben wir hier noch Snodgrass drin. Also das lohnt sich nicht. Das andere, das wollte ich nicht machen, weil ich weiß, ich habe nicht so viele seltene Spieler im Verein. Nur halt welche, die ein hohes Rating haben und die wollte ich für so eine SPC nicht benutzen. Insofern, ja. Packen wir den jetzt noch in den Verein. Den anderen müssen wir leider abstoßen, weil er auch untradable ist. Und somit kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich sag ciao, euer Flo von Archie Gaming und bis zur nächsten SBC.